Psychiatrie und ich arbeite seit 17 Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich habe zwei eigene Töchter, sind 8 und 10 Jahre alt. Ich habe ein Fernstudium gemacht, Coaching und psychologische Beratung, aber es hat mir nicht gereicht. Und ich habe im Internet, war ich längere Zeit auf der Suche, nämlich auf die IPE-Seite gestoßen, die hat mich auch sehr angesprochen und dann habe ich gedacht, das ist was für mich. Und dann habe ich das Seminar hier in Köln entdeckt und mich angemeldet. Also ich finde diese Methoden unglaublich kraftvoll. Ich konnte mir das im Vorfeld so nicht vorstellen, sage ich auch ganz ehrlich. Ich habe das auf der Seite alles gelesen. Ich beschäftige mich auch schon länger damit, aber dass die wirklich in so kurzer Zeit so kraftvoll wirken, konnte ich mir nicht vorstellen. Und dadurch, dass ich ja auch schon so lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeite, sehe ich ja auch, wie andere sogenannte Spezialisten mit den Kindern Tage und Wochen und Monate arbeiten und dabei häufig wenig nennenswerte Erfolge erzielen, aus meiner Sicht. Und ich sehe, wie man hier in kürzester Zeit mit einfachsten Techniken wirklich große Erfolge erzielt. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Die Stimmung ist toll und ich finde den Daniel Pasch unglaublich lustig. Also der fesselt einen einfach, ja, wenn der erzählt, da ist man einfach gebannt und dann hörst du da wirklich nur noch zu. Also ihn finde ich, insbesondere den Daniel, wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie er diesen Stoff auch vermittelt. Und er ist unglaublich witzig dabei. Ich finde den toll, finde den klasse. Und die Stimmung ist auch dementsprechend gut im Seminar. Wir lachen viel. Und es ist eine schöne, gelockerte Stimmung. Ich finde es sehr schön. Kinder- und Jugendcoaching ist etwas, was wirklich gebraucht wird. Also ich sehe, in meiner beruflichen Laufbahn habe ich so viele Kinder erlebt, da wäre es gut gewesen, wenn die das vorher kennengelernt hätten. Da wäre den Kindern und Jugendlichen sehr viel Spaß gegeben.